Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute soll es um die Bodenvorbereitung im Gemüsegarten gehen. Und dabei meine ich nicht die Saatbeetvorbereitung im Frühjahr, dass man direkt pflanzen kann, sondern die Bodenvorbereitung im Gemüsegarten ja im Herbst oder zwischen der Saison, um den Boden auf langfristige Art und Weise zu verbessern. Ja, und bei der Bodenvorbereitung, da gibt es kein ja, so ist es und so muss man das machen, dann klappt das auf jeden Fall. Sondern ich habe mir so zwei Schritte über die Jahre hinweg angeeignet, die ich eigentlich in jeder Saison mache, um den Boden so langfristig zu verbessern. Und zwar können wir diese zwei Schritte einmal auf die Bodenbearbeitung und dann auf die Bodenverbesserung zusammensetzen. Einmal also die Bodenbearbeitung als ersten Schritt und dann die Bodenverbesserung als zweiten Schritt. Denn bevor man den Boden verbessern möchte, muss man den erstmal bearbeiten. Ja, den Boden bearbeiten, das kann man mit so vielen verschiedenen Varianten, mit Fräsen, mit Pflügen, mit Umgraben, mit dieser No-Dig-Methode, also einfach Pappe auslegen, ganz einfach aber auch mit der Hake gerade haken oder mit dem Dreizack einfach einmal durchgehen. All das ist Bodenbearbeitung und das liegt alles am Boden, was ihr da jetzt letztendlich macht. Unser Boden ist jetzt nicht ganz so fest, deswegen werden wir ganz einfach mit einer Bodenhacke, mit einer Gartenfräse einmal durchgehen. Das zeige ich euch gleich auch. Aber wenn es dann ja härterer Boden ist, auf jeden Fall einmal pflügen. Und wenn es ja ganz lockerer Boden ist, dann reicht es, den Boden oberflächlich mit einer Hake oder mit einem Dreizack, also so einem Handgrubber, zu bearbeiten. Ja, und der zweite Schritt dann für eine gute Bodenvorbereitung, habe ich ja gerade schon gesagt, ist die Bodenverbesserung. Wir haben den Boden also nun vorbereitet und werden den jetzt im zweiten Schritt verbessern. Verbessern heißt, wir, ja, machen, dass der Boden humusreicher ist, dass er besser Nährstoffe speichern kann, dass er besser Wasser speichern kann, dass der Boden einfach nährhafter ist, dass Regenwürmer und Mikroorganismen sich dort sammeln und im Boden arbeiten und man nicht nur, wie wir hier in unserer ersten Saison jetzt, einen sandigen Boden haben. Wir sind in der ersten Saison hier in diesem Garten und deswegen ist die Bodenbearbeitung für uns jetzt besonders wichtig. Wir haben deswegen jetzt auch früh mit der Saison aufgehört. Man kann natürlich auch bis in den Herbst und in den Winter rein ernten. Aber wir haben das erste Stück jetzt hier schon vom Gemüsegarten frei und das werden wir jetzt verbessern. Ja, wir werden jetzt einmal gemeinsam den Boden mit der Gartenfräse, mit der Bodenhacke bearbeiten. Denn dann kann ich euch den zweiten Schritt, die Bodenverbesserung, ein bisschen besser zeigen. Aber dafür werden wir jetzt erstmal diese Fläche ein wenig bearbeiten. Ja, und wir haben uns diese Gartenfräse von Ikra angeschafft. Die kann man sich ganz einfach auch auf Amazon bestellen, kostet um die 150 bis 200 Euro. Hat ja eine verstellbare Arbeitsbreite. Die einzelnen Zacken kann man sich dran und andersrum auch abbauen. Ja, dann hat das Ganze hier ganz einfach auch noch so einen Abständer, dass du damit fahren kannst. Da ist ein Rad drunter, damit kann man die Bodenhake schieben. Und das Beste daran, wie ich finde, es gibt einen Flug, den kann man hier hinten anstelle des Rades dran machen und kann dann mit dieser Fräse die Saat rein für zum Beispiel Kartoffeln ziehen. Das ist sehr spannend. Ja, und jetzt fangen wir mal an zu fräsen. Also ich bin jetzt selber gerade erstmal am Schauen, denn ich habe die Fräse selber den ersten Tag. Bin aber schon ganz gespannt, was sie jetzt kann. Hier ganz einfach anschalten. Unglaublich, ich mag es auf jeden Fall mit Geräten im Garten zu arbeiten und die ersten zwei Bahnen sind gezogen. Ich erspare euch jetzt das ganze Beet zu filmen, wie ich das fräse und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann mal das Beet gefräst haben und uns dann der Bodenverbesserung widmen. So, dann einmal ein kleines Zwischenfazit. Der Boden, der ist schon ganz gut gelockert, trotzdem werden wir ein zweites Mal drüber müssen. Die Ikra und ich, wir sind zwar schon komplett eingestaubt, aber wir sind noch lange nicht fertig. Kleiner Tipp jetzt mal als Fazit, macht das auf jeden Fall, wenn der Boden nicht ganz so trocken ist. Aber ich weiß, in diesem Jahr, bei diesem Wetter ist das echt schwer. Wir werden jetzt noch mal eine Weile weitermachen und ich kann das ja mal hier in die Kamera halten.
ich muss heute auf jeden Fall duschen. Und jetzt werden wir noch mal eben weiter fräsen. Und ich zeige euch das mal, was ich damit meine mit macht es besser. Ja, wenn der Boden ein wenig nasser ist. Der soll natürlich nicht zu nass sein. Das ist auf jeden Fall auch kein Vergleich zu so einer Agria, die den Boden richtig tief durchpflügt. Aber man sieht hier ganz gut, ja, der Boden ist gelockert, der Boden wird ein bisschen geebnet und halt perfekt jetzt vorbereitet für Schritt Nummer 2, die Bodenverbesserung. Da kommen wir dann gleich zu. Mensch, ist das staubig. So, ich bin noch mehr eingestaubt, aber das Gemüsebeet ist jetzt hier fertig vorbereitet. Fertig vorbereitet noch nicht, denn das war ja erstmal die Bodenbearbeitung. Jetzt kommt der zweite Schritt, die Bodenverbesserung. Und was wir da jetzt machen, da gibt es nochmal 4 Möglichkeiten. Und ich zeige euch jetzt erstmal die 3, die wir nicht machen. Das ist einmal mit Laub bedecken über den Winter. Möglichkeit 2 mit Rasenschnitt bedecken über den Winter. Oder Möglichkeit 3 mit Pferdemist bedecken und den dann anschließend einarbeiten. Das sind 3 Möglichkeiten, die man sehr gut im Hobbygarten machen kann, um den Boden im Winter vor Frost zu schützen. Pferdemist, der gibt ein bisschen Wärme ab, wenn er sich mit Sonne auflädt, dann kann man den auch einarbeiten und ist natürlich optimaler Dünger. Das gleiche beim Rasenschnitt und Laub. Das gleiche Prinzip, Boden ist im Winter bedeckt und geschützt, danach kann man den ja einfräsen, einarbeiten und dann wirkt der auch als Dünger. Ich habe ja eben schon davon gesprochen, dass wir den Boden damit jetzt verbessern wollen, indem wir mehr pflanzliches Material reingeben, was dann ja letztendlich für eine bessere Humusbildung sorgt, wodurch dann wieder besser Wasser und Nährstoffe gespeichert werden können. Und den Boden, den machen wir jetzt lebhafter, indem wir eine Gründüngung aussehen. Gründüngung ist ein super komplexes Thema, da wird das nächste Video drum gehen. Aber ich möchte schon mal kurz ankündigen, Gründüngerpflanzen werden jetzt hier drauf ausgesät, später eingemäht und ja, dann werden die eingearbeitet und das wirkt dann wie eine natürliche Düngung. Wie das Ganze funktioniert, das ist wirklich ein bisschen komplex, welche Möglichkeiten es alle gibt, welche Pflanzen, was man macht, wie man das macht, das erkläre ich euch alles im nächsten Video. Also gerne mal, wenn ihr noch nicht folgt, diesen Kanal abonnieren, denn dann verpasst ihr das nächste Video nicht, wo wir dann über Gründüngung sprechen. Jetzt nochmal kurz angeteasert, wir werden jetzt die Gründüngermischung ausbringen, dann werden wir die wachsen lassen, den ganzen Herbst, den ganzen Winter und dann kurz vor der Blüte abmähen. Dann werden wir das Ganze erstmal brach liegen lassen und dann im nächsten Frühjahr, im Februar oder März, einfräsen bzw. umpflügen. Da sind wir uns jetzt noch nicht ganz sicher. Auch Pferdemist, den haben wir hier vorne abgelagert. Zeige ich euch mal, da gehen wir mal einmal hin. Hier haben wir den Pferdemist, der jetzt gerade schon ablagert. Den lassen wir jetzt ungefähr mal ein Jahr liegen. Also den haben wir letztes Jahr im Frühjahr oder frühen Sommer geholt. Der liegt jetzt da, verrottet schon ein bisschen und dann kommt der nicht mehr frisch aufs Gemüsebeet und kann dann hier noch als Dünger mit eingearbeitet werden. Ja, das war mein Video zur Bodenvorbereitung im Gemüsegarten. Zum Nachmachen ganz einfach, erster Schritt Boden vorbereiten. Den kann man grundsätzlich auch weglassen. Wenn man das Ganze nur mit einem Dreizack aufreißt und dann Gründünger einsät, ist es genauso effektiv, wie wenn man den Boden einmal lockert. Jetzt nach den schweren Pflanzen, Mais, Hirse und Kartoffeln, die wir so drauf hatten, haben wir aber gedacht, wir lockern den Boden vorher erstmal, damit der Gründünger auch richtig wachsen kann. Das ist besonders wichtig, um die Funktion von Gründünger ja wirklich ausfalten zu können, denn der soll ja mit seinen tiefen Wurzeln die Nährstoffe aus dem Boden holen. Aber ich merke schon, das ist schon wieder viel zu viel, das erkläre ich euch im nächsten Video. Also unbedingt dranbleiben. Hier kommt ihr zu einem weiteren Video von mir. Hier könnt ihr Felix Hobbygarten abonnieren. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, wo es dann hier um die Gründüngermischung und um das Thema Gründünger geht. Bis demnächst und ciao.